Wir sollten sofort aufbrechen. Wo fangen wir an? Na, Medes Harmstede. Dort kauft er seine Gerbstoffe. Ich weiß, dass er manchmal an einer Kreuzung auf halbem Weg Rast einlegt. Halbes Weg. Finde raus, wo Wolf ist. Wolf nahm den Weg an Stelle abteilen. Moin Moin, nochmal jetzt. Hallo, Loki. Schön, dass du da bist. Lol, das Julfest ist vorbei, ne? Ich wollte sagen, wo ist denn das Julfest? Warum ist hier kein Schnee mehr? Was soll denn das? Ja! Erlaubt, dass du auf meinem Wolf sitzen darfst. Was ist denn das hier? Den hasse ich. Ellie, mach's gut. Schön, dass du da warst. Wir sehen uns, ne? Und hören uns ja auch. Wir könnten seine Spur verfolgen. Mit etwas Glück hat er keine Dummheiten angestellt. Ach, macht er so etwas öfter? Eigentlich nie. Deshalb mache ich mir ja solche Sorgen. Ich habe dir doch erzählt, wie wir ihn gefunden haben, nicht wahr? Das hast du. Ein weißer Hirsch führte dich zu einem Findelkind im Wald. Eine Schicksalsbegegnung. Schicksal, genau. Als ob ihn ein Beschützer an den Nächsten übergeben hätte. In etwa wie ein Kind im Schilf. Good night. Ja, da wollen wir jetzt nicht runter, wa? Hier! So eine Scheiße. Loki, wie geht's dir? Dort drüben. Er könnte in der Nähe. Dort drüben. Er könnte in der Nähe Rast gemacht haben. Oh, ich habe übel Kopfschmerzen. Oh nein. Eivor, hier drüben. Keine Ahnung warum. Werkzeuge? Falls sie Welch gehören, wieso sollte er sie hier aus seiner Tasche holen? Hier geht es unter die Erde. Wer weiß wohin? Lassen wir uns nicht beirren. Tablette habe ich schon genommen, ja. Vorsicht, Peter. Sieh dir seine Augen an. Mit dem stimmt etwas nicht. Was für ein beißender Geruch. Irgendwie berauschend. Ich erkenne ihn nicht. Ich kenne diesen säuerlichen Geruch. Kann ihn aber nicht zuordnen. Nicht der Duft des Todes, sondern irgendwie angenehm. Das ist die Kleidung von Welch. Die Hose ist nass. Hat sich wohl eingepisst. Jemand wurde verwundet. Vermutlich ein Messerangriff. Auch, dass es am Wetter liegt. Welch war hier und hat sich offenbar eine Mahlzeit zubereitet. Bei den Göttern, Eivor! Eivor, komm hier entlang! Was hast du entdeckt? Ich habe ihn gesehen, Eivor. Ganz in der Nähe. Welch? Den weißen Hirsch. Den weißen Hirsch, der mich vor Jahren zu Welch führte. Er war dort. Ich habe ihn gesehen. Bist du sicher? So sicher wie du hier. Niki, hi. Niki, animier mal mehr Leute jetzt in den Stream kommen hier, ne? Du hockst immer mit Leuten in Talk da. Peter, wo bist du? Ja,
Cresselius, die Trevor! Ich bin hier! Komm! Petra? Irgendwas stimmt jetzt hier nicht. Mimir, führe mich. Habe ich sie auch verloren? Das war doch gerade hier aus Dings. Bums, hier. Petra! Aus Story. Zeig dich mir! Es wird. Das war doch der Vater. Petra! Zeig dich mir! Es wird dunkel! Ah, der Hirsch. Er wird wissen, wo sie steckt. Kannst du mit den Hirsch reden, actually? Hallo Hirsch? Es tut mir leid, dich zu stören, Herr. Ava, schön, dich zu sehen. Bist du der weiße Hirsch, von dem Petra erzählt hat? Ha, natürlich bin ich das. Sieh mich an. Vielleicht kannst du mir helfen. Petra ist verschwunden. Ich muss sie wiederfinden, bevor die Sonne untergeht. Oh nein, Petra ist nicht verschwunden. Sie ist nah, sogar sehr nah. Und sie wartet auf dich. Folge mir. Du bist der Hüter dieses Ortes. Wie lebt es sich hier? Hier draußen in den Hügeln und Tälern von Mercia. Oh, man schlägt sich so durch. Ich esse, schlafe, tolle umher. Mir fehlt es an nichts und ich genieße jeden Moment. Ein gutes Leben. Und was haben Petra und du hier draußen in den Tiefen des Waldes verloren? Seid ihr auf der Jagd? Könnte man sagen, ja. Wir suchen nach ihrem Bruder, Welch. Sie hat den ganzen Tag auf ihn gewartet. Du, meine Güte, ja. Wo könnte Welch nur sein? Oh, wo nur? Ja, wo? Ha! Ist Petra nah? Haben wir sie verloren? Vor einem Moment war sie noch hier. Was geht hier vor? Ich kann nicht bleiben. Nicht hier, nicht jetzt. Hallo? Hier in Midgard? Kehre zurück nach Jotunheim. Geh jetzt oder finde hier den Tod. Oh Gott. Was ist das hier? Hört mich alle auf! Was hast du Petra angetan? Sag es mir! Eivor, halt ein! Ich bin hier! Ich bringe sie zum Reden, Petra! Ich muss die Wahrheit erfahren! Ich muss wissen, wo du bist! Eivor, ich bin doch hier! Du musst nicht mit den Kadavern sprechen! Ah. Ja. Verzeih. Jetzt komm! Ich glaube, ich weiß, wo wir Welch finden werden. Gott, was war das denn? Da oben! Seine Spuren führen dort entlang. Petra, ich traf deinen alten Freund, den weißen Hirsch. Doch er verschwand vor meinen Augen, noch bevor ich dich fand. Du bist besucht worden. Für kurze Zeit. Wir sprachen, bis er sich in Luft auflöste. Wirklich schade. Ich habe seine Anwesenheit genossen. Ah, oh, sieh dort! Es geht weiter, oder? Ein seltsamer Zelda, Petra. Wo bist du? Hier drüben. Ich kann gut singen, aber nur bestimmte Lieder, ja? Eivor, komm! Ich bin hier oben. Petra, wie machst du das nur? Das ist ganz einfach. Ich denke daran und dann passiert es einfach. Versuch es selbst. Schon wieder? Wie geht das? Bin ich Stone? Wie soll das gehen, Petra? Versuch es einfach. Lauf auf einer geraden Linie. Nein! Zu weit! Zu weit! Unglaublich! Du hast es geschafft, genau wie dein Zünen. Und du hast keinen Kratzer. Lass uns gehen. Welch sollte dort drüben sein. Bist du sicher, dass Welch hier ist? Ich sehe niemanden. Was ist denn das jetzt? Ich denke schon. Wir sollten die Kaninchen fragen. Die wissen bestimmt etwas. Natürlich. Die Kaninchen. Bin ich's? Was zur Hölle? Sind 7 Leute da, Niki muss klippen können, also. Hier waren wir schon einmal. Hier griffen uns die Wölfe an. Genau. Hoffentlich sind ihre Geister nicht rastlos und erwachen, um uns zu zerfleischen. Oh nein, die Wolfgeister sind erwacht.
Das ist doch älter. Guten Tag, Herr Archer. Ich will nicht lange stören, aber hast du meinen Bruder Berg gesehen? Verflucht! Er spricht kein Kaninisch. Petra, rasch! Hallo? Was ist das? Aua! Erklärt mir, was hier vor sich geht. Bitte, danke. Eivor, sieh nur! Eivor, sieh nur! Ich kämpfe gegen Wölfe. Eivor, sieh nur! Da, siehst du ihn? Der weiße Hirsch. Er führt uns zu Werch. Genau wie damals. Ich sehe ihn. Und ab! Komm jetzt, Eivor, dem Hirsch hinterher! Was ist mit dir los? Was ist das für eine Mission? Guten Tag, Herr Eichhörnchen. Nein, bitte nicht! Verschwinde nicht! Noch nicht! Erst müssen wir Werk finden! Nein! Nein! Geh nicht! Warte, wir sind zu Hause. Wir sind im Kreis gelaufen und haben nichts erreicht. Also wonach suchen wir? Wer? Du stinkendes Wiesel! Wir haben nach dir gesucht! Und hier bin ich, ausgeruht und bereit zur Arbeit. Du warst tagelang weg. Ich habe mir zu viel aufgeladen und kam nur langsam voran. Also habe ich eine Rast angelegt und mir eine leckere Pilzsuppe gekocht. Doch es waren wohl ein paar seltsame Pilze dabei. Ich habe mir die Kleider vom Leib gerissen und bin nackt und geschunden im Wald aufgewacht. Also schlich ich mich in die Siedlung, nackt wie Gott mich schuf, und besorgte mir etwas Kleidung. Und jetzt hole ich mein Werkzeug. Pilze. Dann war der Hirsch auch nur ein Traum. Möglich. Doch spotte nicht über deine Träume. Sie sind oft kostbarer als deine Wachenstunden. Vielleicht vernebeln mir diese Pilze noch den Kopf, aber das ist echt schön. Das hat Spaß gemacht. Das sollten wir wiederholen. Aber vielleicht ohne die Pilze. Gern. Aber wir sollten die Kaninchen um Erlaubnis fragen. Alter Schwede. Der Typ ist der fucking Hirsch. Ja, der ist der fucking Hirsch. Mein Gott. Ich hab mir eine leckere Pilzsuppe gekocht. Das erinnert mich an mein Amsterdam-Abenteuer. Nicht nur Hai, nicht nur Hai jetzt. Ich fand die Quest echt lustig, obwohl sie mich echt... Sie war echt strange, besonders dieser Sprung. Wer redet denn immer von dir? Also ich fand diesen Sprung echt fucking strange, ne? Dieses... Jetzt brauche ich erstmal mal. Ich habe vorhin bei den Jötner habe ich Food verbraucht. Ich hoffe, das kriege ich jetzt hier irgendwo wieder. Man hat mich gut. Alex, ja, ich habe. Du musst eh da sein als Mod. Ich hatte jetzt eben einen sehr männlichen Schrei. Kannst du mal gucken, dass du den Clips, der war sehr am Anfang. Des Anfang des Streams. Mein Junge.
Achso, okay, ja, machst du einen Anzug. Sei. Gönn dir eine Pause, Randvi. Brechen wir nach Grantabrück Ski auf und holen dich aus diesem muffigen Raum raus. Meinst du etwa jetzt? Sofort? Natürlich. Du sagtest, du wärst all dessen müde, also warum nicht? Füll deine Lungen und gönn dir etwas Bewegung. Das sagte ich, nicht wahr? Du hast recht. Geh voran, Eivor. Folge mir. Boah, 1000 Kilometer. Heute nehmen wir nicht das Langschiff. Wir machen einen Ausflug zu zweit. Ist das ein Problem? Keineswegs. Solange der Wind mich umweht und die Sonne mich kitzelt, ich verbringe viel zu viel Zeit im Langhaus. Wir werden diesen Fluss überqueren müssen, um nach Grantabrück Schier zu gelangen. Falls du einen besseren Weg kennst, lass nur hören. Schwimmen steht nicht zur Auswahl? Schwimmen? Ich weiß nicht. Ist das ein Scherz? Ein Boot oder ein Pferd gehen auch, aber ich habe auch nichts gegen die gute alte Art. Grüß dich, Heiko. Was gut bei dir? Los! Geht so, ne? Kopfschmerz ganz Tag schon. Ach, sonst lebt sich's in den Tag hinein. Ich glaube, das sind heute alle irgendwie ein bisschen kaputt und alles. Kann das sein? Ja, bei mir auch. Schneit ohne Ende. Ich habe heute auch schon Schnee geschippt. Hier ist es wirklich schön. Ich war noch nie so weit östlich der Siedlung. Ist das nicht furchtbar? Hältst du Sicherheit für furchtbar? Tag um Tag so eingepfercht zu sein und die Geschichten von dir und deinen Kundschaftern zu hören, ohne es je selbst zu sehen. Bei den Göttern, riechst du das? Die Erde, die Luft. Es ist so schön hier draußen. Das glaube ich, dass das schlaucht. Das glaube ich dir. Eivor, dort. Was ist das? Hierher zog sich das Sommerheer zurück, als Grantabrück verloren war. Sie haben die Stadt offenbar vollends umgesiedelt. Ja, in der Tat. Ich kenne die Karte dieser Gegend nur zu gut. Doch es selbst zu sehen, lässt es erst wirklich lebendig werden. Ein römisches Wunder. Diesen Ort werde ich so schnell nicht vergessen. Ay, shit. Da ist da die ganzen Schneeflocken drin. So eine Scheiße. Was? Halte das Vieh im Zaun! Da wären wir. Willkommen in Grantabrück. Wir sollten uns direkt zum Langhaus begeben. Es ist größer, als ich es mir vorgestellt habe. Urig, holzig, wunderschön. Und alles sieht so neu aus. Unter Somas Führung hat das Sommerheer dieses kleine Dorf zu einer großen Stadt wachsen lassen. Sie brauchten einen Handelsknoten nahe Lunden und sie wollten einen Ausgangspunkt für Überfälle in Wessex bauen. Wirklich beeindruckend. Und es gibt ein paar außergewöhnliche Bauwerke. Sieh mal eine an! Es ist lange her, seit du das letzte Mal hier gewesen bist. Ich kenne dich. Du bist einer von Somas Getreuen. Magni, nicht wahr? Ja, genau der bin ich. Schön, dich wiederzusehen. Das ist Randvi, eine gute Freundin und standhafte Kämpferin. Sei gegrüßt, Randvi. Eivor hat offenbar die Gabe, sich mit wunderschönen Frauen anzufreunden. Nun ja, das ist mir ebenfalls aufgefallen. Ich hätte hier mehr Menschen erwartet, Magni. Ist etwas vorgefallen? Soma ist mit einigen unserer Krieger gen Westen gezogen. Sie erhofft sich davon einen neuen Handelsweg nach Oxenafort. Doch nun, in diesen schwierigen Zeiten, musste ich erkennen, dass ich nicht der Stellvertreter bin, der ich zu sein hoffte. Schwierige Zeiten? Oh, eine Räuberhorde hat sich in der Nähe eingenistet. Östlich von hier. Direkt am Ufer. Sie greifen sämtliche Händler an, die über den Fluss oder die Straße zu uns kommen. Es hat sich schnell herumgesprochen und die Händler bleiben fern.
Das könnte die Stadt zugrunde richten, wenn es zu lange andauert. Mich hat es bereits erwischt. Diese Hunde haben gestern mein Pferd gestohlen. Und was willst du? Wir kümmern uns um sie, Magni. Und wenn wir dein Pferd nicht finden, stehlen wir dir eben ein neues. Was für eine Erleichterung. Ich selbst kann euch keine Belohnung anbieten, aber die Räuber sicher schon. Nehmt euch von ihnen, was ihr könnt. Gut, betrachte das als erledigt. Eivor, komm, wir müssen ein Lager plündern. Eivor, komm, wir müssen ein Lager plündern. Aber easy going. Die Räuber haben ihr Lager unten am Fluss aufgeschlagen, am östlichen Ufer. Du hast uns in den Kampf geschickt, Randvi. Ist das deine Vorstellung eines gemütlichen Landausflugs? Offenbar schon. Ich bin selbst überrascht. Kaum stehst du mal einen Tag nicht am Kartentisch und schon schwelt in dir der Blutdurst. Ein Gefühl, das dir wohl bekannt sein dürfte, nicht wahr? Ich wollte schon immer die Welt erkunden, wie du. Jetzt tue ich es. Es sei denn, du hast etwas Aufregenderes für uns geplant. Wir helfen Magni und beseitigen diese Räuber. Doch wir dürfen nichts überstürzen. Der Rabenclan braucht eine ruhige Hand. Ja, aber selbstverständlich. Ich werde deine Befehle genauestens befolgen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du verspottest mich. Nicht im geringsten, Eivor Wolfsmal, Drengar mit eiserner Faust. Ich würde nie jemanden mit solch imposanter Führungskraft verspotten. Dort, das Räuberlager. Nun gut, bleib dicht bei mir. Tu, was ich tue. Ich soll ernst zum Horizont starren? Ich bitte darum. Oh, fuck. Ich dachte, wir wollten uns hineinschleichen. Du sahst so kampfeshungrig aus. Also, schlag zu. Zack, zack, zack. Ach, du spielst die weibliche Eivor. Zack. Erstmal ein schönes Umärmchen. Supi, ne? Machen wir mal ein schönes Umärmchen hier. So. Aua, sag mal. Glocke. Ich weiß auf die Nüsse. Noch einer, oder? Einer ist noch da. Fische! Ich schick dich zur Hölle! Was kann das Street Valhalla? Was ist das denn? Das wäre erledigt. Bringen wir Magni sein Pferd. Oh, die haut ab! Eiskalt! Ach lol, okay. Zählt ihr auch noch, dass ich mit auf das Pferd steig? Oder was? Nee, komm. Let's go. Hier! Ist schon wieder eine neue Klasse. Kam nicht erst die Berserkerin im Black Desert? Oh. Was für ein Nervenkitzel, Eivor. Wir sind die Retter von Grantabruk. Kennst du noch weitere Städte, die es zu befreien gilt? Meinst du nicht, das war genug Aufregung für einen Tag? Wir sollten in die Siedlung zurückkehren. Oder wir trinken noch etwas. Zur Feier unseres Sieges. Zu Hause. Thekla hat mehr Met und Ale, als wir je runterkriegen. Naja, genau. Zu Hause. Thekla hat mehr Met und Ale, als wir je runterkriegen. Eivor, unser Ausflug hat gerade erst begonnen. Such uns ein Alehaus, in dem wir uns niederlassen können. Bringen wir zuerst das Pferd zurück. Und falls dein Durst anhält, sehen wir uns um. Ich kenne mich halt im Black Desert nicht mehr aus. Das ist ewig her, als ich das damals gezockt habe. Das ist ewig her.